So, und es geht direkt weiter, wie versprochen. Ich wollte in der letzten Folge nur nicht, dass wir wieder eine 50-Minuten-Folge oder so haben. Sind wir zwar wahrscheinlich weit von entfernt, aber trotzdem, man weiß ja nicht, wie lange die Map hier noch geht. Ach, der baut da doch schon wieder was. Zum Glück nur Dispenser, glaube ich, gerade. Mist. Ah, ich habe ihn getötet. Den Engie habe ich getötet. Das ist erstmal das Wichtigste. Denn bis er wieder da ist, bin ich auch wieder da. Und ich will nicht, dass der da noch eine Sentry baut. Und da flieht der Scout, glaube ich, mit unserem Geheimmaterial. Das wir natürlich wieder nicht kriegen. Sehr gut. Richtiges MLG-Gameplay hier. Ja, komm halt her. Ach Mist. Ach, Ah, okay. Wenn man das Plage-Ding hat, dann bluten die Gegner bei Berührung. So lange, bis sie ein Medikit finden. Das ist natürlich extrem praktisch. Denn dann kann man in großen Gegnermengen ziemlich einfach viele Kills kriegen. Das ist eigentlich gar nicht mal so unpraktisch. Gott, ach Mist. Da hätte ich jetzt den Grappling Hook noch benutzen können, wenn ich ihn schnell genug gekriegt hätte, um meinen Fallschaden zu vermindern oder ganz wegzulassen, ganz zu vermeiden. Aber da war ich nicht schnell genug. Es ist immer so eine Sache, wenn man intuitiv weiß, fuck, hat er mich mit der Plage berührt? Ich brauche ein Medikit, ich brauche ein Medikit. Wo ist ein Medikit? Danke. Oh. Wo war ich jetzt? Ich weiß es nicht mehr. Sorry. Ach fuck, der hat mein Medikit geklaut. Dann nehme ich jetzt das Plage-Upgrade. Hier spawnt doch. Ah super, ich bin schon voll. Ich bin schon voll. Okay, den Typen kriegen wir noch, der stirbt schon noch. Ich habe keine Ahnung, wo die Sentry ist. Wir machen uns einfach so vom Acker. Weg damit, weg damit, weg mit allem hier. So, gut, dass wir dieses Plage-Upgrade haben. Ah, da ist noch eine Sentry. Scheiß drauf. Wir versuchen jetzt einfach mal. I wanna fly so high. Ich sollte aufhören zu singen. Aber war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung. Also wie gesagt, diese Buffs sind noch sehr OP. Finde ich zumindest. Okay, die Sentry scheint weg zu sein. Oh, nein, das wollte ich nicht. Ach, fuck it. Ich weiß nie, zu welcher Seite ich scrollen muss, damit ich meinen Flammenwerfer kriege. Deswegen scroll ich manchmal auf die falsche Seite und krieg dann logischerweise die Axt. Und das ist für mich nicht so gut, denn ich bin eher so der Flammenwerfer-Typ. Komm schon, ey. Danke. Hauptsache noch mal überall hängen geblieben. Klar, wenn der mich jetzt tötet, dann raste ich aus hier. Ich hatte noch ein Leben. Naja, zumindest habe ich ihn quasi instant mitgetötet. Ah, so ein Scheiß. Warum geht die Runde noch? Oder wie lang geht die Runde noch? Irgendwie kommt mir das gerade ziemlich lang vor. 8 zu 2. Ich frage mich, ob das hier eine Endlos-Map ist. Ach Mist. Ach, ich habe geblutet. Okay, ich habe nicht gesehen, dass der das Plage-Power-Up hatte. Das ist immer sehr verwirrend, wenn man irgendwie nicht damit rechnet, dass das passieren könnte, dass man erstmal blutet. Dann ist das ungewöhnlich. So, das ist aber einer aus unserem Team, oder? Wo geht denn der hin? Oder ist das ein Gegner? Ja, offenbar ist es doch ein Gegner. Ich bin einfach verwirrt.
Ach, fuck it. Der Typ ist eh direkt hinter mir. Ah, Mann. Ich wusste, dass er direkt da war. Aber was hätte ich tun sollen? Sorry, gerade was getrunken. Ah, ja, ich finde, das mache ich sehr gut hier. Okay, zumindest mal die richtige Taste genutzt. Ja, okay. Ach, weißt du, wir probieren es mal als Heavy. Vielleicht kriegen wir das ja auch ganz gut hin. Es ist zumindest mal ein Versuch wert, sagen wir es so. Oh, und jetzt genau ist die Runde vorbei. Warum? Ich bin doch nur ein armer Heavy, der sein Sandwich essen will. Du kriegst mich nicht. Oh, er kriegt mich. Ha, nein, er kriegt mich nicht. Ha, Pech gehabt. So, die nächste Map schauen wir uns auch nochmal an. Zumindest so ein bisschen. Ich denke, das wird die Map sein, auf der ich getestet habe. Wenn die Abstimmung eben erfolgreich war. Ich habe das dann gar nicht mehr mitverfolgt. Dürfte in der letzten Folge gewesen sein. Jo, Hellfire. Genau. Das ist nämlich eine ziemlich coole Map. Wie ich finde. Ist eigentlich egal, als was wir spielen. Also in welcher Klasse. So, erstmal noch eine halbe Minute warten. Kein Problem mit dem Grappling Hook. Hat man ja eh genug Spaß. So, und ihr seht schon, hier braucht man definitiv... Oh gut, man könnte auch darunter springen, aber dann geht's da nicht weiter. Hier ist der Grappling Hook mindestens sehr nützlich, wenn nicht sogar notwendig. Und deswegen finde ich die Karte auch ziemlich cool. Ja, da oben war ich noch nie, da weiß ich gar nicht... Okay, da kommt man raus, das ist gut. Gut, so, das war das auf die Spieler warten. Gut, immerhin 5 gegen 5, ne, 6 gegen 5 gerade. Es ist einfach so episch, wenn das ganze Team sich mit seinen Hooks da rumschwingt. Man sich einfach vorkommt wie so ein Assault-Team aus Attack on Titan. So ein bisschen kommt mir das gerade echt vor. Naja, gut. Bis auf die Tatsache, dass die sich ein bisschen besser anstellen. Aber die tragen keine Zylinder. Wie ich offenbar. Denn da ist gerade ein Zylinder neben mir auf dem Boden gelandet, als ich gestorben bin. Gut. Oh, hallo Mr. Pyro. Kriegen wir denn noch? Ich bin einfach mal sehr offensiv, wie immer. Und hier in der Ecke hat sich immer der Soldier versteckt, von dem ich in der letzten Folge erzählt habe, der dann so ein bisschen gecampt hat. Ja, es ist noch ein bisschen ungünstig hier. Also der hat sich dann genau da in der Ecke versteckt und wenn man sich da hochgegrappelt hat, dann hat er auf einen geschossen und man hat ihn halt erst nicht gesehen. Außer man wusste schon, dass er da war. Aber das ist halt ziemlich tricky. Also an sich natürlich eine schlaue Position da. Ach Mann, ey. Ich kriege hier einen Rappel. Ich glaube, vielleicht spiele ich diesmal doch als Engie. Ist zwar ein bisschen blöd jetzt wegen dem Grappling Hook eigentlich. Aber naja. Ich denke, ein bisschen Gameplay habe ich ja jetzt schon gezeigt davon. Und es ist auch ganz gut, dass man hier ein paar Teleporter hat, damit das Team ein bisschen schneller vorankommt. Und vor allem, wenn ich jetzt eine Sentry an der richtigen Position baue, dann kann das auch ziemlich viel wert sein. Wage ich zu behaupten. Ich hoffe natürlich, ich komme erstmal bis zu der geeigneten Position und werde nicht wieder direkt abgeschossen. So, erstmal 1000 Sachen bauen. Das passiert halt. So, wir lassen den Teleporter erstmal auf Level 2. Wir wollen ja heute noch irgendwas schaffen. Ich habe immer Angst, dass ich den... Gott, wie komme ich denn jetzt eigentlich darüber? Hm, vielleicht machen wir das doch so. Vielleicht lassen wir es einfach hier stehen, okay. Einigen wir uns darauf. Ich glaube, das Geheimmaterial ist doch sowieso bestimmt da hinten. Ja, genau da. Das heißt, die Gegner müssen eh hier vorbei.
Dann ist das ja auch alles gar kein Problem. So, und einen Dispenser bauen wir trotzdem woanders hin. Hier direkt vor dem Eingang hat der natürlich wenig Sinn. Ja, auf den habe ich jetzt eher wenig Bock. Hast du dir gedacht? Wo ist denn der Typ jetzt? Ist der Typ weg? Ich sehe nur einen Säbel auf der Erde liegen. Na klar, was auch sonst? Leute, die mit dem Halbzatachi, wie auch immer dieses Schwert oder dieser Säbel heißt, gut umgehen können, die hasse ich ja besonders. Weil die einfach so einen Vorteil haben, wenn die jedes Mal das Leben voll aufgefüllt kriegen, nach einem Kill. Es ist so praktisch, wenn man es kann. Ja, gut, ich brenne. Das ist jetzt nicht so toll. Bin da jetzt nicht so begeistert. Aber ich hasse diese scheiß Demo-Man hier. Demo-Man. Gott, nein, ich will nicht. Lass mich in Ruhe. Und dann töte ich mich erstmal selber. Oh, Geist des Kriegers. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon habe. Wow, endlich mal ein neues Item. Ist gerade ein bisschen langweilig, weil die Gegner nicht direkt bis hier kommen. Ich meine, ich will die Sentry ja woanders hinpacken, aber wie kriege ich die denn darüber, ohne die neu bauen zu müssen? Das ist halt so ein bisschen, Was ich natürlich machen könnte, ist hier einen Dispenser hinbauen. Einfach mal hier so. Vielleicht hilft das meinem Team ja auch schon ein bisschen. Da müssen sie nicht immer bis ganz da hinten rennen. Und vielleicht kann ich dann meine Sentry hier wieder irgendwo hinbauen. Mit dem Metall aus dem Dispenser. Das muss ich mir mal überlegen, ob das sinnvoll ist. So, wie sieht's aus? Kein Spy. Okay. Zumindest einer scheint meinen Dispenser schon mal schätzen oder zu schätzen. Ihn meinte ich jetzt weniger. Alter, wehe, der macht meinen Dispenser kaputt. Wehe. Ich töte ihn so. Aber nein, scheinbar ist alles gut gegangen. Da bin ich sehr erfreut. So. Okay, jetzt können wir natürlich den Teleporterausgang irgendwo hinbauen. Da oben. Da oben würde er sich eigentlich echt gut machen, oder? Ich finde, hier kann man. Ja, hier kann man den nicht hinbauen. Schade. Das wäre so ein guter Platz gewesen. Hier. Oh shit. Da war ein Spy an meinem. Ne, es war gar kein Spy. Es war einfach ein ganz normaler Demo-Man. Natürlich war es wieder der Demo-Man. Das Rache-Power-Up ist verfügbar. Okay. Hier kann ich eigentlich super einen Dispenser hinbauen. Wenn unser Team denn die Stellung hält. Denn alleine schaffe ich es hier bestimmt nicht gegen alle möglichen Feinde. Ja gut, es ist jetzt nicht so verwunderlich. Das ist schon eher verwunderlich, dass der mich einfach so überraschen konnte. Und dann guckt er einfach ganz unschuldig. Mistkerl. Na komm. Hä? Warum ist denn der jetzt Level 1? Hatte ich den nicht schon abgegradet auf Level 3? Wird der zerstört, nur weil der Ausgang zerstört wird? Also wird er downgegradet, meine ich. Das wäre aber komisch. Habe ich noch nie drauf geachtet. Wenn ich ehrlich bin. Egal. Wow, gute Runde. Kein Kommentar. Oh. Ich sollte vielleicht schon die Waffe ausrüsten. Okay, zumindest meine Sentry hat sich mal ein bisschen gelohnt. Auch wenn sie immer noch keinen Kill hat. Hä? Wo ist denn der Typ?
bin leicht verwundert. Ich finde es sehr gut, dass der Crit-Schuss auch auf die Pistole übergeht. Ja, gut, Dispenser. Vor allem aber den Ausgang würde ich jetzt bauen wollen. Ach, fuck it. Okay, da war wieder irgendwer bei meiner Sentry. So, das reicht doch schon für den Ausgang. Ich weiß gar nicht, ob sich das überhaupt lohnt, den Teleporter hier hinzubauen, aber alles andere endet tödlich. Ach Gott, ich habe keinen Bock mehr. Als Engie kannst du nur spielen, wenn du ein gutes anderes Team hast oder einen guten Rest des Teams. Und das scheint hier leider eher nicht so der Fall zu sein. Wenn dauernd irgendwelche Feinde bis nach hier kommen, kann ich mir die Sache auch schenken. Okay, da ist wieder dieser Demo, den alle hassen. Der Demo des Todes. Okay. Soweit, so gut. Ach Mann, es ist schade, dass immer, wenn ich aufnehme, die Matches gerade so langweilig sind. Ich will mal lieber außenrum gehen. Ich vertraue dieser Sache nicht. Ach, sieh mal an. Ich will eigentlich nicht, dass er unbedingt auf mich aufmerksam wird. Da unten ist ein Sentry. Wie gut, dass er da gelandet ist. Ach, das ist. Klar, töte ich mich erstmal selber. Das ist ein Engie, der da unten steht, meinte ich gerade eben. Ach Mist, das hat er mich doch noch gekriegt. Mist. Und der Engie hat direkt den Zapper weggemacht. Und den Spy natürlich getötet. Ja, doch, war richtig. Ich musste gerade kurz nachdenken, stimmt das überhaupt? Ja, da ist er doch. Tja, wie gesagt, ein bisschen schade, dass hier so wenig Action ist. Der Spy war sehr offensichtlich. Aber ich will mich nicht beschweren. Soll mir alles ganz recht sein. So, da oben ist noch einer. Ein Spy, wie schön. Klar, zwei Spies und ein Demo. Und der Spy backstabt mich einfach so. Ach, Leute. Was? Das ist unser Geheimmaterial. Ah, fuck it. Mann, warum hat das keiner aufgesammelt? Ihr Eumel. Ihr wart doch direkt hier. Egal, wir gehen unten rum. Okay. Da ist ein AFK Pyro, den ich natürlich trotzdem nicht kriege. Wäre ja auch zu einfach. So. Die Sentry wird wahrscheinlich immer noch da unten sein. Hallo, Mr. Spy. Ach nö, nicht das Knockback. Ach, das ist doch scheiße, ey. Ja, das war's dann wohl mit die Sentry, machen wir dann mal weg. Das kann ich hiermit wohl vergessen. Kann ich nur hoffen. Mist, die Sentry kriegt er noch von da. Dann hat er sie natürlich sehr gut positioniert. Trotzdem scheiße. Gott, ich muss echt aufpassen, welche Power-Ups oder welche, na danke, welche Buffs ich aufnehme. Denn sowas ist halt echt scheiße. Möchte ich behaupten. Das da ist hingegen wieder gut. Plage da. Da kann ich nicht drüber klagen. Nur drüber plagen. Ha. Hallo, Mr. Spy. Wo ist denn der? Habe ich aus den Augen verloren. Ach, fuck you. Fuck you anyway. Hallo, Mr. Spy. Das geht schnell vorbei. Berühre mich doch schnell. Was mache ich denn hier? Manchmal tut's mir leid. Hallo, die. Ach so, die Muni ist gerade despawned. Ach, da ist er doch. Und er ist natürlich immer noch nicht tot. War das noch ein Spy gerade?
Also der da auch, aber der Demo. Ach nee, das war einfach ein feindlicher Demo. Ich dachte, der wäre rot gewesen. Und der hat auch die Plage getragen. Ach nee, der hat mich getötet und ich habe die Plage getragen. So rum. Muss man ja auch erstmal zu lesen lernen. Die Meldungen. Hopp. Und einfach hoch. Okay, das ist einer aus unserem Team. Achso, das ist eh ein roter Scout, wie gut. Schade, dass man die feindlichen Power-Ups nicht einsammeln kann. Genau, dann ist das einfach ein Spy. Ich dachte, das wäre der Demo, der sich da versteckt hätte. Fuck. Ich blute. Ich blute. Ich brauche Heilung. Fuck. Hier ist Heilung. Ach so. Ach, es hat aufgehört. Warum hat es aufgehört? Wegen meiner Autoheilung? Aus meinem Kit? Also aus meiner Ausrüstung? Kann das sein? Das wäre ja geil. Und zumindest den Spy habe ich gekriegt. Ah, man kriegt sogar die Meldung, dass man eine Plage hat. Ist mir auch noch nicht aufgefallen. Vor allem, wie wir jetzt aufholen mit der KD. Gut ist sie zwar immer noch nicht, aber sie könnte dahin gehen. So, ich weiß gar nicht, was das Stärke-Update macht. Oder der Stärke-Buff. Aber ich habe ihn und das soll mir erstmal reichen. So, kommen wir. Okay, wir lassen die einfach mal da sein. Mach's gut. Yeah. Das ist doch mal richtig geil. Wenn sich neben dir einfach direkt einer mit dir abseilt. Erstmal ein Abseilen. Okay, ich denke mal, die Sentry ist noch da, aber ich komme gar nicht dazu, es zu bemerken. Mist. Ich wollte mich jetzt auf die eine Seite der Plattform schlagen, sodass ich vielleicht außerhalb der Reichweite der Sentry gewesen wäre. Aber das konnte ich dann wohl vergessen. Na, fuck it. Hallo, Team? Ist das keinem außer mir aufgefallen, dass der Typ da ist, oder was? NP, ne? Geh halt da hoch. Ah, jetzt kommt er zurück. Ha. Denkst du, das hätte ich nicht gesehen? Ich wollte ihn doch nur töten. Was mache ich denn falsch? Oh, falsche Seite. Warte, ich will mich an den Spider. Oh, Mist, jetzt habe ich mich schon woanders dran gegrappelt. Okay. Easy peasy. So, irgendwer aus unserem Team hat das feindliche Geheimmaterial zumindest mal berührt. Es sieht aus, als ob er es sogar ein Stück weit gebracht hat. Nein, nein, nein. Ach, der hat auch noch dieses Königspower-Up. Bitte lass einen aus unserem Team das Material noch einsammeln. Das despawnt bald, Leute. Oh, das ist, glaube ich, schon despawned, oder? Das sieht so weit weg aus. Ja, und sonst geht's mir auch ganz gut. Ist da Glas? Ich hoffe mal nicht. Nein, gut. Reflektieren. Ich denke mal, Schaden reflektieren, oder was? Das hatte ich noch nie, das Power-Up. Deswegen kann ich das gar nicht sagen. Es könnte sowas in der Art sein. Ach Mist. Der hat das Königspower-Up. Mann, nee. Mann, Mann, Mann. Ach, ich scroll immer in die falsche Richtung. Es ist mir ein Rätsel. So, wir gehen nochmal darum.
Oh, das wollte ich nicht unbedingt. Fuck. Das Material liegt da und ist gerade wieder despawned. Sehr gut. Hallo, Mr. Spy. Klar, kill mich einfach mal zwei Spies. Hab ja sonst nichts zu tun. Ah, Leute. Vor allem schön, wie noch alle ihre Halloween-Golems haben. Nicht Golems, wie heißen die Typen denn? Es ist mir gerade der Name entfallen. Wisst ihr schon? Diese Medaillen halt. Ja, es ist die beste Beschreibung. Okay. Also zumindest ein paar Leute aus dem Team scheinen nicht allzu schlecht zu sein. Ich hasse das. Also wie gesagt, diese Power-Ups sind können echt nervig sein. Vielleicht spielen. Kletterhaken? Warum habe ich den Kletterhaken nicht ausgerüstet? Das geht ja nicht. Hä? Ich wollte ihn ausrüsten. Hallo? Oh, warte, so geht das gar nicht. Wo rüste ich den denn aus? Ich habe keine Ahnung, wo ich den ausrüste. Oder, nee, gesamter Rucksack war es auch nicht. Kosmetika. Wird es nicht sein, hä? Verstehe ich nicht. Vielleicht mit ihm hier, vielleicht habe ich es dann ausgerüstet. Jetzt bin ich trotzdem erstmal noch der Typ. Ah, fuck it. Das ist mir zu nervig. Ich verstehe nicht, was ich falsch mache. Dieser Typ. Das war ein sehr sinnvoller Grapple, den der Typ vor mir gemacht hat. Für 2 Meter sich zu grappeln ist definitiv sinnvoll. Mist, der Typ läuft da. Den kriegen wir so schnell nicht mehr, fürchte ich. Warum sind denn hier so viele Demos? Oder sind das gar nicht so viele und die sind einfach nur so gut? Ich glaube, das ist einfach nur der eine Typ aus dem Gegnerteam. Wenn ich mir die Statistik so anschaue, sticht der schon ein bisschen hervor. Gott, ich hasse das, wenn die Typen einen nicht bemerken und man die töten will, aber sie einfach schneller sind als man selber. Fuck you, I'm gonna get you. Oder auch nicht. Och nö. Ja, das läuft ja. Ach, man kann hier tatsächlich noch... Toll, und dann verbrennt mich das Feuer. Sehr geil. Und jetzt bin ich in der Hölle gefangen. Ja, doch nicht. So, ich glaube, allzu lang machen wir die Runde auch nicht mehr. Hallo? Please. Ach, das kann doch jetzt nicht dein Ernst sein, ey. Halleluja. So, und jetzt gucke ich mal. Ja, die Sentry steht nicht mehr da. Nein, sie steht jetzt an dieser Stelle. Na, ganz toll. Danke, Demo Skeleton. Da freue ich mich ja unheimlich. Naja. Tja, nachdem die KD zwischenzeitlich mal sich gebessert hat, sieht das jetzt schon wieder anders aus. Na klar. Na klar. Ach nö. Ja, auf den habe ich keinen Bock. Ich will den nicht. Okay, Leute, ich glaube, für heute lassen wir es sein. Das reicht. Ich glaube, besser wird's nicht.
Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß und vielleicht stellen wir uns beim nächsten Mal ein bisschen besser an. Dann macht's gut und habt noch einen wunderschönen Tag. Tschüss.